Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic 1. Ja, wir sind wieder dabei. Wir laufen gerade direkt auf die Südseite, denn die Gardisten, die haben sie nicht mehr alle am Sender und da wollen wir denen doch mal ein bisschen nachhelfen. Ne? Nachhilfeunterricht bei Warum hauen wir Feuermagier? Ist doch Wahnsinn, die Geschichte. Ne? Der ganze alte Lager stellt sich gegen uns alle hier und meint, uns aus dem neuen Lager hier vorschreiben zu dürfen, was wir tun und zu lassen haben, zumal sie die freie Mine von uns ja wohl angegriffen haben oder angreifen werden. Wissen wir ja noch nicht, wir waren noch nicht da, aber wir haben ja den Gorn besucht und werden uns auf jeden Fall nach der Südseite, wo wir uns gerade hinbegeben, da ist ja auch der gute Diego, werden wir uns ins neue Lager begeben, dort Schriftrollen und Zauber kaufen und dann direkt wieder zurück. Ja, und ich weiß auch jetzt, wo auch der gute Lester geblieben ist, ne? Wir müssen ja nur zuhören. Ich habe mir die Folge nochmal angehört und zwar sagt er ja auch, dass er auf jeden Fall da bleiben möchte. Also mit dort bleiben meine ich dort in der Burg, wo wir das letzte Mal mit ihm gespielt haben. So, was hier jetzt? Wollt ihr direkt Stress hier oder was? Wer ist das? Du wagst dich tatsächlich aus deinem neuen Lager heraus? Wie dumm von dir. Der Blödsinn. Was soll das? Was meinst du? Hast wohl noch nichts von unserem Überfall auf eure Mine gehört, was? Moment mal. Leider können wir es nicht zulassen, dass du das irgendwo herumerzählst. Nö. Hey, ich will keinen Streit. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Jetzt ist es aber genug. Richtig. Tötet ihn! Tja, und wie ihr seht, die wollen auf jeden Fall alle richtig ins Gesicht, ne? So, gehen wir mal direkt hier um die Ecke. Lassen wir sie mal rankommen. Ja, dann komm mal ran hier. Mal gucken. So, eins gegen eins hier. Oh, der haut aber auch zu, du. Ach, jetzt haben wir wieder... Oh, komm schon. Jawohl, da haben wir ihn. So, und schön rein da. Jawohl. So, Nummer eins haben wir schon. Der Rest kommt gar nicht hinterher, ne? Irgendwie. Ein Kampfschwert hat er dabei. Ich glaub's ja nicht. Was, und so wenig? Nur einen Apfel hat er dabei. Meine Güte. Ja, Freunde, und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir den 13. Zauberer... nämlich dann auch antreffen werden, wenn wir da sein Rätsel gelöst haben und uns für würdig befunden hat. So, wie, oh, da sind sie ja. Ich glaub's ja nicht. Hör mal. Jetzt geht's aber los hier, ne? So, aber nicht, Freunde. Komm schon. Komm ran hier. Schade. Jawohl, da haben wir dich aber. Achso, der hat auch eine Armbrust. Ah, das ist mies. Das ist richtig schlecht. So, dich haben wir auch. Und rein da. Ja. Die gute Erfahrung, Freunde. Den nehmen wir natürlich mit. So, der nächste. Und rein da. Oh, können wir gar nicht, weil der auf uns schießt oder was hier. Hör mal. Jetzt geht's aber... Nein. Ach du meine Güte. Wer hat uns denn jetzt erschossen? Habe ich ja gar nicht gesehen. Wer hat uns da gerade erschossen? So, warte mal. Wir stehen ja direkt hier... Komm zurück! Ich bin doch hier. Was ist denn los, Jungs? Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Komm ran. Na, keine Lust? Na, jawohl, den haben wir. Komm, nicht hauen. Rein da. Nummer 1. Da müssen wir aufpassen. Die mit Pfeil und Bogen sind echt ungemütlich. Wo sind die denn hier alle? Ach, da hängen sie alle. Alles klar. Ja, komm, ran. So, Nummer 1. So, und wie sieht's bei euch aus? Sieht gut aus hier, ne? Sehr gut. Na. Na, komm, ran hier. So, jetzt aber schön schnell machen. Zack. Schluss mit lustig. Freunde, wenn ihr glaubt, ihr könnt das so machen, ohne uns. Oh, jetzt sagt nicht, der schießt von da drinnen nach draußen. Ich frage mich so und so, ob wir da reinkommen. Aber es sieht eigentlich nicht so aus. Sie haben das komplett barrikadiert, haben die das. So. Ach so, er versucht auf uns zu schießen. Soll er machen. Wenn er es versucht, kann er lange machen. So, wir nehmen natürlich alles mit. Ja, guck mal, die haben immerhin was dabei. Aber gar nichts Besonderes. Ist aber gar kein Problem. Noch den Bolzen in der Hand. Oh Gott, ja. Tut mir ja schon ein bisschen leid schon. Ne? Aber nur ein kleines bisschen. Oh, guck mal, der hat ja richtig Erz dabei, der Herr. Sehr gut. Eingepackt. Gar nichts bekommt er hier von uns. So, und weil es so schön gelaufen ist, tun wir natürlich direkt mal eben speichern. Also, wie sieht's aus? Dürfen wir da rein oder was machst du denn da? Willst du uns die ganze Zeit hier jetzt anschießen oder was? Na? Na, Kollege! Ja, komm doch mal ran hier. Boah, der kann da durchhauen. Ich glaub's nicht. Zack. So. Kann ich dich denn wenigstens looten? Ich kann ihn sogar dadurch looten. Ja, läuft. Kann ich dich auch töten?
Das geht auch. Das läuft auch ohne Probleme, Freunde. So. Vorbei. Aber reinkommen wir nicht. Ich frage mich so und so, wo wir doch eine Spruchrolle herkriegen. Ja. Von dem alten Lager. Frage ich mich wirklich. So, Diego, du hast das gesehen, ist aber halb so wild, ne? Gut, alles klar. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist mit dem Typen da oben, der uns ja eigentlich so nett gewarnt hat vor den Orks. Ich glaube, den hatten wir schon mal besucht, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du noch deine Waffen? Der hat sogar noch seine Waffen. Oh, guck mal. Der fängt ja hier an, ne? Ich glaub's ja nicht. Oh, hör mal, Schluss hier. Ich lass dich nur am Leben, Junge. Weil du so nett zu mir gewesen bist. Weil du uns davor gewarnt hast, dass da Orkgebiet anfängt. Ja? Ich bin ja kein nachtragender Mensch. Aber so geht's halt, ne? Einfach umgehauen. Was willst du halt machen? Ist so. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, ne? Jetzt wollen wir nicht überheblich werden. Die Bücher sind ja extrem cool. Wir brauchen jetzt erstmal Teleport zum Wassermagier. Das wäre damit die Nummer 5. Schwupps, aber da sind wir schon. So, hier gibt es ja in dem Sinne nichts Neues, außer dass wir halt neue Zauber brauchen. Jetzt ist die Frage, wer verkauft uns die denn, außer Kronos? Der gute Kronos steht ja unten. Ich meine, der müsste uns das beibringen. So und so müssen wir einiges lernen hier, ne? So, erstmal gehen wir runter. Der Gorn steht ja hinten an der Mauer. Jetzt lernen wir erstmal Akrobatik. Da habe ich Lust drauf. Ich meine, der Buster ist es gewesen, der da hinten in der Ecke gewesen ist. Der wollte uns das beibringen, die gute Akrobatik. Und da bin ich ja mal gespannt. Wie viele haben wir? Wir haben 20 Lernpunkte. Die anderen 10 Punkte stecken wir dann wieder in die Geschicklichkeit, weil in Stärke sind wir so und so super dabei, ne? Brauchen wir gar nicht. Ja, Stärke, wir haben so ziemlich alles um im Nahkampf, was geht. Wir müssen eigentlich mehr aushalten. Das ist wiederum so das Manko. Und Geschicklichkeit können wir ja lernen bei Lester, meine ich. Oder bei Lee sogar noch. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Ja. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück! Vielen Dank. So, jetzt haben wir die Akrobatik gelernt. Oh, nee. Wir haben eine Rolle? Aha. Ja, das ist ja wiederum extrem cool. Sehr nice, Freunde. So, dann wollen wir natürlich direkt mal zu Kronos. Wir brauchen jetzt die bewährten Schriftrollen. Da müssen wir mal gucken. Genug Erz müssten wir haben. Komm mal ran hier, Herr Magier. Warte mal. Bleib mal hier. Da. Hallo. Ja, hallo. Und zwar? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So sieht es nämlich aus. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen... Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Amuletten? Da haben wir eigentlich das letzte Mal ja ordentlich gekauft, ne? Da können wir uns gar nicht so angucken. Jetzt müssen wir mal schauen. Geh mal hier rüber. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Hast du irgendwelche Eiszauber, die wir nicht kennen? So, was haben wir hier? Verwandlung Blutfliege. Brauchen wir nicht. Einen Eisfall. So, Eisfall werden wir mitnehmen. Ich sag mal 10 Stück, finde ich okay. Dann haben wir den Kugelblitz. Davon können wir auch 10 Stück mitnehmen. So, Licht, Eiswelle, Eisblock, Heilung, Feuerpfeil für den Frostgolem. Werden wir auch mal 10 Stück mitnehmen. Ich denke mal, es reicht. Und Feuerball, Blitz. Ich glaube, hier Runen, ne? Runen. Finde ich auch extrem cool. Eigentlich könnten wir uns auch den Wassermagiern anschließen. Das könnten wir auch machen. Ist schon der Hammer, ne? Licht. Gib mir mal die Licht. Die will ich gerne dabei haben. Und der Eispfeil ist auch Kreis 1. Das lernt man, ne? Meine ich hier. Gib mal her hier. Eispfeil. Ja, haben wir ja jetzt. Gut, der will er natürlich Kohle von uns haben. Die kann er natürlich gerne bekommen. Denn, wir haben ja einiges dabei, was auch einiges wert ist, wenn ich das richtig sehe. So, du kommst natürlich weg und ihr kommt auch weg. Was brauchen wir? 2500 sollten wir hinkriegen.
So, zack, 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 zack. Inventar ist und so, so voll. So, oh, die sind ja jetzt schon mehr wert. Da müssen wir aufpassen. Na, da müssen wir eigentlich schon ein bisschen drauflegen. Und wir werden hier es auf jeden Fall punktgenau machen. Denn, ja, so viel Erz, meine ich, haben wir gar nicht, ne? Oh, es geht. Es ist nicht wenig. So, Dalle, hab vielen, vielen Dank. Das sollte, glaube ich, reichen. So, wir müssen zum Wolf. Was ist der Wolf? Ich weiß gar nicht. Nee, lass mal eben hier hoch. Ich meine, wir müssen irgendwo die Waffe herkriegen. Ich weiß nicht, wer die nochmal verkauft hat. Ne? Jemand hat. Das war eine Einhandwaffe. Dieser Hammer, den wir brauchen. Deswegen gehe ich mal eben kurz hier hoch zu unserem Kollegen. Obwohl, nee, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. So, lass mal hier rein. So, Laris, pass mal auf. Ne, Laris, du musst mal... Ich will mich verbessern. Genau, und zwar... Geschicklichkeit, wunderbar, hab vielen Dank. Nummer 10, Geschicklichkeit läuft. Wie sieht's jetzt aus? Wir haben 66 Geschicklichkeit, 95 Stärke, ist schon Wahnsinn, ja. 20 Mana ist okay, 314 Leben ist, finde ich, okay. Ist okay. Läuft. Kann man nicht meckern. So, und ich glaube, er war es hier, oder der Wolf war es, der so eine Waffe verkauft hat. Oder Scorpio oder so, ne? Irgendeiner. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Genau, und zwar, zeig mal deine Waffen. Wie hieß der? Hier ist ein Schmiedehammer. Schnitter. Nee, es muss ein stumpfes Ding sein, ein stumpfes. Stahlzunge, Axt, Morgenstern, okay. Steinbrecher, Orkhammer. Götterhammer, da ist er, Freunde. Ein Götterhammer, ja. 52 Schaden macht er. Da weiß ich nicht, ob es da vielleicht irgendwie noch ein besseres Ding gibt. Aber wir nehmen den Götterhammer mal mit, weil das ist die Waffe, die wir halt nochmal brauchen. 1000 ist er wert, da können wir auf jeden Fall noch ein paar von unseren halt nun mal abgeben. Sind ja einige Waffen, die wir noch hier am Manne haben. So, rostiges Schwert. Die Spitzhacke heben wir immer nochmal auf. Leichte Armbrust, ja komm, die kann auch weg. Die kann weg. Ja komm. Tun wir noch eine weg und noch eine. Ja, müsste eigentlich passen. Ja, dann können wir nämlich das Ganze wieder ausgleichen. Ne? Ich weiß, ich wollte es eigentlich offscreen machen, Freunde, aber ich meine, es gehört halt nur mal dazu, ne? Und wir hetzen ja nicht, wir haben ja auch Zeit. So, und da, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Damit müssen wir jetzt so ziemlich alles erledigt haben. Verkaufen, handeln brauchen wir an für sich nicht. Nee, brauchen wir nicht. Ach, guck mal, wie genial ist das denn? Der rollt sich jetzt die ganze Zeit ab. Das heißt, wir kriegen auch kaum Fallschaden mehr, ne? Das finde ich stark. Das finde ich richtig gut. So, wir legen uns jetzt nochmal hin bis zum nächsten Morgen. Der juckt mir direkt wieder in die Nase hier. Und werden uns dann ins Sumpflager teleportieren. Von dort aus werden wir dann mal eben kurz darüber laufen, um den guten Lester zu finden. Denn das ist ja auch noch eine Hauptaufgabe von uns. Ich meine, so ein Sumpfteleport-Röllchen haben wir ja, ne? Zeig mal, das ist die 4, müsste es sein. So, dann einmal bitte ins Sumpflager. Sehr schön. Na, ihr Kröten? So, dann will ich nämlich einmal da oben reinlaufen, denn hier ist ja der... Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Einer ist ja abgehauen. Die sind ja total versessen, darauf, den Schläfer weiter anzubeten, dafür, dass er, ja, halt nun mal ein Erzdämon ist, ja. Die glauben daran ja nicht. Und irgendwo hier war doch der Oberhäuptling hier, oder nicht? Oder habe ich jetzt hier was verpasst? Ah, guck mal hier. Der liegt hier einfach, ne? Hammerhart. Der liegt hier einfach. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, hier haben wir Natalia und die Shani. Ne, Shani. Ja, genau, aus Risen. Immer wieder schön. So, wo war denn nochmal der Oberguru hier? Da war doch hier einer von den Templern. Da müssen wir den mal suchen. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Einfach, weil wir es können. Zeig mal eben her. Wo sind die Tränke? Gib mir mal für 2 Minuten. Genau. So, damit geht das natürlich alles ein bisschen schneller, wenn wir den gerade schon suchen. Weil ich will doch mal mich umhören, was der Neues hat oder so, ne? Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich hier oben einfach mal durch, ne? Boah, Wahnsinn, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. So, das heißt, mal eben kurz rübergelaufen da zu den ganzen Templern und so. Da müssen wir, meine ich, wieder da oben irgendwo hochklettern, ne? Was geht denn jetzt hier ab? Also, alles klar. Boah, wie weit der auch springen kann, ne? Wahnsinn. Ist ja richtig gut. Guck mal hier. Zack. Tja, hätten wir das mal vorher gelernt. Aber vielen Dank schon mal da für den Tipp.
So, dann gehen wir mal hier oben hoch. Der war doch... Ich meine, da war einer hier oben von denen, ne? So, der hier war das doch, ne? Du erwache. Warst das. Jo, erwache. Und zwar... Nee. Wie wir... Du musst dann... Dann... Nee, mehr hat er schon gar nicht. Das ist aber, blöde. Erwache! So, was mit dir? Ende, ja. Nee, gut, dann hat sich die Sache schon wiederum geklärt. Das, was wir jetzt direkt als nächstes machen können, ist, außer über die, hier drüber fetzen, ist, wir müssen Lester finden. Das heißt, wir werden da jetzt mal eben hinlaufen. Ich meine, der hält ja 2 Minuten lang, das ist ja immer ein bisschen Zeit, ne? So, mal schnell hier rüber. Und die rauchen sich da in aller Ruhe ein, ne? Der Schläfer ist ein Erzdämon, alles halb so wild. Einfach mal weiter rauchen, ne? So, wir müssen jetzt irgendwo hier, meine ich, oben war es, ist ja schon was länger her, ich weiß, ne? Verzeiht, Freunde, habe ich nicht alles mehr im Kopf, aber wir müssen hier irgendwo rüber auf die linke Seite, nicht zum Ork-Friedhof, sondern, ich meine, noch einen weiter dran vorbei. Dass wir den Lester finden können, damit die Jungs sich nämlich da treffen. Und ich finde es ja auch sehr schön gemacht von der Geschichte her, dass sich so alle, ne, so miteinander kennen, ne, die haben sich ja so und so vorher auch die ganze Zeit schon getroffen, hatten sie ja gesagt, der Gorn, der Lester, ne, der Laris und Co., dass die es des Öfteren machen und dass wir halt jetzt dazugehören, ne, weil auf uns ist ja Verlass. Das finde ich ist eine verdammt coole Sache. Das macht auch Spaß. So, und er wollte irgendwo dahin, an diesem Burgfried, ja, wo wir ihm das die Urkunde bringen sollten, ja, für Reichtum und Co. und so weiter, da wollte er ja da bleiben, die Bücher lesen, um, ja, whatever, irgendwie in der Bibliothek, ne? Ich meine, der Weg war falsch, ne? Oder? Irre ich mich jetzt? Ich meine, der war falsch, wir müssen hier hoch, genau. Hier waren nämlich noch die Bluthunde, zumindest der ein oder andere. Und dann geht es den Golems, ja, direkt als nächstes, werden wir direkt drüber laufen, geht es den Golems an den Kragen. Und wir haben jetzt die Sachen verkehrt gekauft. So, hier können wir es nämlich direkt schon mal testen. Wo ist der Götterhammer? Wie es im Buche steht, können wir nämlich direkt mal testen, ob das jetzt auch funktioniert, Freunde. So, komm mal raus hier. Ja, komm mal ran hier. Jawolle. Kommt drauf da. Na? Zack. Er hat nichts dabei, der Brückengolem. Okay. Boah, ist das laut. Er hat da nichts dabei. Aber habt ihr gesehen, da hast du so einen Götterhammer und da tust du den Golem einfach mal in Stücke hacken. Sehr gut. Freut mich. So, jetzt sag mir bitte noch, dass der Lester hier oben drin ist, weil sonst wüsste ich echt nicht mehr, wo er ist. Ich weiß, wir waren in einer Folge schon hier oben und haben uns so gedacht, nee, der ist hier nicht. Aber der muss hier irgendwo sein. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir laufen mal direkt links entlang. Einfach mal jeden Winkel so abklappern, ne? Achso, apropos, weil, ja, wir können die Waffe auch wieder wechseln, falls irgendwas ist. Ah, dürfen wir das Bier jetzt auch mal mitnehmen? Oder wie? Ja, gib mal her. Zack. So, hier ist er schon mal nicht. Mal gucken. Dann gehen wir halt jede Etage einfach ab, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, da ist er doch. Ja, da ist er doch. Lester, altes Haus. So, und zwar, Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Bruder, aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht, die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Lester, der Schläfer ist nicht mehr der Schläfer, ne? Ich will nicht hoffen, dass er mich behüten will. Aber sehr schön, Freunde. Seht ihr, haben wir den nämlich dann auch schon gefunden. Und jetzt können wir uns nämlich dann auch wieder zurückmachen zu den Golems. Und dann will ich doch hoffen, dass dieser schöne Götterhammer dann auch wirklich sein Werk dann, nur mal letztes, dann tut. Ne? Wie er im Buche steht. Ein klein bisschen Damage. Auch wenn wir ungeübt sind im Einhandkampf, denke ich mal, werden wir da schon klarkommen. Und ich hoffe, wir haben auch genug Mana, ne? Obwohl der Eisfall kostet, meine ich, einen Mana.
wenn ich es jetzt richtig gelesen hatte jetzt eben. Aber damit beschäftigen wir uns dann auch erst, wenn wir dann auch bei den Golems sind. Aber diese Akrobatik, finde ich, ist eine echt coole Sache. Die mag ich jetzt schon. Achso, immer wenn es bergunter geht, dann macht er so einen richtigen Satz hier, ne? Und hier auch, so einen halben. Immerhin. So. Ich weiß auch, wenn es gerade wieder laut war an den Wasserfällen, einfach mal rüber. Ja, und da oben mit diesem, mit dieser Burgruine können wir ja auch nicht wirklich irgendwie was anfangen. Ist aber auch alles halb so wild. Werden wir uns drum kümmern, wenn es ein Rätsel ist, wenn es soweit ist. Ne? So, hier einmal rauf. Jawohl. Und dann können wir hier auch links direkt runter. Ich hoffe, das überleben wir. Hoffe ich doch, hoffe ich doch. Ah, da unten ist auch Wasser, ne? Nee, da können wir gar nicht lang. Nee, das ist ja wiederum wieder so ein... Ja, ne? Schade. Und diese Musik, ne? Boah, geht das schon wieder los. Aber die Fokussteine haben wir ja zum Glück schon alle gefunden. Ne, wir haben ja schon... Wir sind ja schon der richtige Held, ne? So viel, wie wir schon getan haben, so viel hat noch gar keiner hier getan. Und ich bin gespannt, oh, was für eine Rüstung wir eigentlich... jetzt als nächstes kriegen sollten. Weil ich glaube, dass die schwere Söldnerrüstung nicht die letzte Rüstung ist, die wir kriegen. Da bin ich auch ziemlich neugierig. Genauso wie mit den Waffen. Ja, das wird schon... Das wird cool. Ja, das wird cool. Obwohl, wenn wir mal ein Level-Up haben, können wir ja auch ein paar Punkte mal in eine Hand stecken. Wer weiß, dass wir, ne, nicht auf den einen oder anderen Golem dann doch noch treffen werden. Da bin ich ja auch ziemlich neugierig. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich meine, wir sind hier unten entlang gegangen. Ja. Aber das finde ich cool, dass wir die Akrobatik da jetzt mal mitgenommen haben. Boah, da macht aber auch Sätze, ne? Das ist ja Wahnsinn. So, und hier müsste es gewesen sein, Freunde. Da oben geht es nämlich jetzt weiter zum guten Xadras, dem 13. Magier. Und da müssen wir uns jetzt mit dem guten Steingolem dann mal anlegen. War aber das, Freunde. Dann wieder alles beim nächsten Mal. Bis dahin.